Jetzt haben wir noch die ganzen Sachen zu identifizieren. Zwei Händler plus zwei, okay, der kann verkauft werden. Pfeile plus zwei. Du hast definitiv zu viele Pfeile. Ja, also wir müssen, brauchen keine Pfeile kaufen. Yoshimo hat noch genug. Haben wir in deiner Wolfstasche noch Platz für den Trank? Ja, haben wir. Gut. Wir haben jede Menge Heiltränke, das ist auch gut. Lokalisationsschlüssel müssen wir gucken, für was der ist. Den wollten wir... Ne, den können wir eigentlich auch weggeben. Und ansonsten sieht alles eigentlich okay aus. Ne, der Behälter ist jetzt doch voll. Man kann in ganz Verün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. So, der dann noch weg. Und dann ist jetzt die große Frage wegen Schwert. Arabanes Schwert ist ETW minus 2. Ist gegen Personenfestheit immun. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und Ilbratas Kurzschwert. Nee, da ist das andere doch besser. Wobei, wir können ja den Preis-Verkaufsvergleich machen. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Also wird das verkauft. So. Ich weiß immer noch nicht wegen dem Helm hier. %25, aber kein Schutz, schützt den Träger vor kritischen Treffern. Weil zum Beispiel den Infravisionshelm, der ist sinnlos. Und der trägt nur einen normalen Helm. Ah, weißt du was? Der passt doch ganz gut zu deiner Rüstung. Weg mit dem. Gut, okay. Das heißt, wir gehen zu unserem Special ja, keine große Herausforderung. Lagerplatz hier oben. Und schmeißen die Sachen hier raus. So. Jetzt haben wir wieder Platz. Ja, was die Stufe angeht. Ich glaube, bei Stufe 11 können wir uns mit den Drachen dann anlegen. Und ja, das kann noch eine Weile dauern. Aber wir gucken mal. Noch haben wir ja genug Quests und Gebiete offen. Wir haben das Brückenviertel noch gar nicht gemacht. Wir haben Handelstreff noch nicht gemacht. Wir haben noch den ganzen Friedhof offen. Das ist falsch. Das war der Ilmater-Tempel. Natürlich. In dieses Gebäude wollten wir. Oh, was wir jetzt mal probieren können, ist die Jungs in der oberen Etage von dem anderen Ding zu vermöbeln. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Garten gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. So, nach dem Abenteuer rasten wir mal königlich. Ja, keine große Herausforderung.
So, 8 Stunden gerastet. Sehr gut. Nun gut. Ein Magier, dessen Vertrauter stirbt. Ja, nicht so gut. Was möchtet ihr? So, was habt ihr... Oh, erstmal. Der Streitachs plus 2. Sehr schön. Wir schlagen ein Lederwams plus 2. Besser als Yoshimos Orkding. Ach, er hat schon das Geschenk der Nacht an. Also ist es nicht besser. Gut. Feldharnisch. Ja, den identifizieren Sie bitte als erstes. Feldharnisch plus 1. Minus 7. Minus 7. Ja. Ja, wie gesagt, da ist ja hier etwas überladen, wenn wir ihr das da geben. Wie viel wiegt der? 60. Das wäre übrigens lustig. Nein, sie kann damit keine Zauber wirken. Okay. Ja, dann kann die anhängende Rüstung eigentlich auch mal weg. Minus 7 und minus 6, ja. Gut, da dürfen wir ihr nicht zu schweres Zeug mehr geben. Fragt nur. So. Erzählt mir mehr davon. Buffen wir uns. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Ich denke, ich bin soweit. Wurde aber auch Zeit. Ich warte. So. Braucht ihr etwas? Vita, Momus, Vita, Momus, Kaya. Vita, Momus, Vita, Momus, Kaya. Fluch brechen? Nein, ich brauche erstmal Schutz vor dem Bösen, weil ich nicht weiß, wer alles Böse bereit. Ist. Das kann ich aber leicht rausfinden. Mana. Okay, der Orkschütz ist auf jeden Fall böse. Ich helfe, wo immer ich kann. Dann auf jeden Fall einmal Verteidigungskoordination. Was kann ich tun? Und eine Hast. Keine große Herausforderung. Ich brauche ein schluckstarkes Schwert. Soll ich mir nicht bieten, Zwerg. Gut. Okay. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ah, ich kann mal das wirken. Das sollte nicht sein. So, dann auf den da. Das war's. Wegen eurem Blödheit lasse ich mich doch nicht abschlachten, wenn Cap. Wenn ein Nichtsding hat Besseres zu tun, als euren arroganten Stolz zu hätscheln. Die Gefallenen! Oh.
nur. Sie ist fast tot. Habt ihr einen Plan? Oh, du bist Keldon. Das ist nicht so. Oh. Schön. Manus potentis horum. Führt auf das Gute. Und sehr schön noch zwei Händler. Trink den mal. Bist du nämlich gleich wieder voll. Was immer ihr wünscht. Ihr braucht meinen Rat. Yoshimo sucht nach Fallen. Noch mehr. Du bist ein Trank der Feuerriesenstärke. Der kommt mal zu Minsk. Gelten Hammer. Kriegshammer. Schutzformel gegen Untote. Umhang der Unerfindbarkeit. Oh. Sehr schön. Du bist jetzt unerfindbar, Yoshimo. Ich warte. Da ist eine Falle. Da war noch ein Zauberstab. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Keldon, da ist nur eine Lederrüstung, okay. Wo soll ich euch meine Fähigkeit? Yoshimo ist bereit. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Geld, das ist immer gut. Geld und ein Edelstein. So, das ist das gewesen. Das zweite Schwert kann ich nicht identifizieren, noch nicht. Den Stab nicht. Stab der Furcht, ah. Also wieder was, was verkauft werden kann. Bei einem anderen sieht alles okay aus, soweit. Ja. Ich entsinne mich. Gut, das war's mit denen hier oben. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dann rasten wir hier gleich nochmal. Ja, die jetzt in Anspruch nehmen. Einmal als Edelmann. Euer Wunsch ist mein Begehr. Wollte die Wache gerade was von uns? Ehre für Amt. Ihr seid verhaftet, jawohl. Sobald sich... Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Sobald sich Kneipe nicht gedacht, mehr dreht. So großartige Taten vollbringen. Achso, der ist einfach nur ein Saufkumpane hier. Gut. Ja, ich hatte schon Angst, dass das da oben uns zu Problemen führen könnte. Was möchtet ihr? Was sagen die Sachen, die wir noch haben? Delvers Plattenpanzer. Verfluchtes Berserkerschwert plus 3. Ha. Okay. Städte gehen mir auf die Nerven. Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Da kommt jetzt mal Fluchbrechen zugute. Manus potentis horum. Und Bo fallen. Aha, das Böse ist immer und überall. Alle werden. Ha! Minsk, haltet euch zurück. Beruhigt euch.
Ihr werdet kämpfen. Minz kämpft und das Böse wird vernichtet. Und ihr habt gut und aufrecht gekämpft, wie seinem Krieger geziemt. Aber nun ist die Schlacht gewonnen, lasst euren Zorn fahren. Ich Keldon? Gut gekämpft, Minz. Euer rechtschaffener Zorn ist trefflich anzusehen, aber lasst nicht zu, dass er euch auffrisst. So, das Schwert wurde entfernt, das heißt, wir können das Laberschwert wieder anziehen. Und das verfluchte Schwert verkaufen. Den da können wir wahrscheinlich auch verkaufen. Wiegst du mehr oder weniger? Genauso viel. Nö. Ich warte, keine große.